In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem 10%igen Anstieg, der heute Nacht stattgefunden hat. Ich zeige euch, welche Zonen langfristig für weitere Einstiege geeignet sind. Und ich zeige euch auch, wie ihr simpel und effektiv eine Gesamtanalyse eines Chartes vom Wochenchart bis zum 1-Stunden-Chart durchführen könnt, damit ihr selber bei jedem verschiedenen Coin die richtigen Level im Auge habt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist jetzt 9.10 Uhr, der Pump hat heute Nacht stattgefunden, wir haben das 8000er Level wieder erreicht gehabt. Wir kommentieren das Ganze jetzt von oben bis unten durch, das heißt, ihr habt hier jetzt die schnellste Info, was denn genau passiert ist, wie sich dieser Preisverlauf spiegelt und was jetzt die nächsten Ziele sind. Und ich würde sagen, wir starten wieder, damit los nach dem Intro. Wir starten jetzt mit der Top-Down-Analyse, das heißt, wir gehen vom Wochenchart bis zum 1-Stunden-Chart durch und ich zeige euch wirklich, wie ihr effektiv und simpel jeden Chart dieser Welt perfekt aufbereiten könnt. Ein generelles Phänomen der Menschheit ist die Verkomplizierung von einfachen Tatsachen, um im Umkehrschluss kompetenter zu wirken. Dazu gibt es eigene Studien von Akademikern, die eben Artikel geschrieben haben und die Artikel einmal ziemlich simpel ausgedrückt haben mit demselben Inhalt und einmal extrem schwierig umschrieben mit komplizierten Fachwörtern und dann einfach von Laien um ein Vielfaches kompetenter bewertet wurden, weil sie einfach gedacht haben, ja, wenn der das Ganze so kompliziert formuliert, muss der wirklich Ahnung haben, von was er redet. Was hat das Ganze mit der Analyse zu tun, mit Trading? Es gibt Trader, die verwenden 2, 3, 4 Indikatoren und es hat für mich einfach irgendwie wieder denselben Hintergrund wie diese Studie, die ich mir vor Jahren schon mal in einem Buch angesehen habe und durchgelesen habe. Wenn jemand Indikatoren am Chart hat, wenn er dazu noch leuchtende Farben am Chart hat, wirkt der für Laien automatisch kompetent. Daraus resultiert eigentlich meistens, dass viele Leute das reproduzieren wollen, kopieren wollen und sich einfach nicht auf die wichtigen Tatsachen beschränken. Und die wichtigen Tatsachen im Trading sind einfach nur Support und Resistance. Support, wo kaufen Leute? Resistance, wo verkaufen Leute? Mehr braucht man nicht. Indikatoren hinterlegen das Ganze nur mathematisch auf vergangenen Daten. Das heißt, euer Indikator zeigt euch auf einer Berechnung der Daten hier nur an, was hier passieren könnte. Im Vergleich von einem RSI zum Beispiel, nimmt der Indikator vom Wochenchart jetzt diese Kerzen hier und sagt, okay, auf Basis dieser Kerzen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist der Chart jetzt überverkauft. Und was passiert hier? Die Leute kaufen weiter, weil der RSI nicht den Markt bestimmt, sondern das Sentiment den Markt bestimmt. Wir starten jetzt hier am Wochenchart mit der eigentlichen Analyse. In manchen Asset-Klassen nehme ich den Monatschart her zum Beginn der Top-Down-Analyse. Aber beim Bitcoin macht es einfach mehr Sinn, mit dem Wochenchart zu starten. Wir gehen hier ganz simpel vor. Wir zeichnen uns die letzten Swing Lows ein und die letzten Swing Highs als ersten Schritt meiner Analyse. In dem Fall macht es wenig Sinn, die Swing Lows zu finden, da eben der Anstieg so parabolisch war, dass für mich das letzte Swing Low hier wäre und ich jetzt nicht mehr wirklich davon ausgehe, aufgrund dieses Supportbereichs hier, dass wir diese Liquidität hier nochmal aufnehmen werden. Ich lasse es jetzt generell drinnen, damit ihr einfach seht, wie ich generell vorgehe. Das hier wäre ein Swing Low, einfach weil wir hier einen Boden geformt haben und von diesem Punkt umgekehrt sind. Nächstes Swing High wäre hier, das heißt, wir haben hier einen Punkt gehabt und dann diesen Turning Point nach unten. Und dann hätten wir hier auch noch ein Swing High, aber wie gesagt, das war letzte Woche relevant, das hätte ich letzte Woche noch eingezeichnet. Das haben wir jetzt aus dem Markt genommen. Ihr seht auch schön hier, wie der Markt hier hochgekommen ist und hier Resistance gefunden hat. Das nächste wäre dann hier. Und das nächste wäre dann für mich hier. Und das reicht auch erstmal, weil es macht wenig Sinn, diese Zonen hier ganz weit links schon einzuzeichnen, da die einfach schon zu weit in der Zukunft sind. Ihr seht jetzt schon ganz simpel, wir haben hier bei diesem Swing High die letzte Resistance erreicht. Wir haben als nächstes Ziel die 9900 und als nächstes Ziel die 11669. Basierend auf dem Weekly Chart sehen wir also unsere nächsten Zonen, wo wir Interesse haben, uns ein Target zu finden. Die Targets sind generell über den aktuellen Swing Highs, einfach aus dem Grund, da über diesen Zonen Liquidität liegt in Form von Short Stops, in Form von Breakout-Käufern. Das sind einfach die Zonen,
wo der Markt im Regelfall rein natürlich schon hinzieht. Ganz wichtig, sehen wir auch auf den niedrigen Timeframes nochmal genauer. Wir wissen jetzt also, wohin der Markt im Regelfall ziehen wird und wo unsere Ziele sind, aber wo sind unsere Kaufzonen? Da kommen jetzt eben Support und Resistance ins Spiel, sprich Schritt 2, Support und Resistance Zonen finden. Hier am Weekly Chart ganz einfach, wir haben diese Zone, die hier als Floor gehalten hat für ewige Zeiten und dementsprechend haben wir im Weekly Chart hier schon die Analyse eigentlich komplett fertig. Ich male mir immer die Farben noch ein wenig anders, damit ich visuell einfach ja ein wenig Abwechslung habe und weiß, okay, wo ist meine Verkaufszone, wo ist meine Kaufzone, und das haben wir am Weekly Chart eigentlich jetzt schon erledigt. Wir wissen, okay, alles bis in den Bereich 6000 kaufe ich. Mein derzeitiges Ziel ist, die 8400 zu brechen. 8400 war das letzte Swing High. Das nächste Swing High ist 9900. Das war das nächste Ziel auf dem Weg nach oben. Das nächste Ziel 11700. Als nächstes wechseln wir zum Tageschart. Auch ein kleiner Tipp von mir, 3-Tageschart. Für alle langfristig investierten Investoren ist der 3-Tageschart wirklich einer der besten Charts, den ihr verwenden könnt. Einfach aus dem Grund, weil er die Geräuschkulisse komplett rausnimmt und wirklich nur die wichtigsten Ereignisse zeigt. Ihr werdet damit natürlich nicht jeden Anstieg erwischen, aber ihr werdet einfach viel dumme Fehler vermeiden, indem ihr einfach keine Panik habt wegen einem roten Tag oder keine Panik wegen einem Abverkauf auf dem 4-Stunden-Chart. 3-Tageschart, wirklich eine Empfehlung von mir. Wir gehen jetzt aber zum Tageschart und zeichnen uns wieder hier unsere Levels ein, machen unser Support-Level hier, damit wir wissen, okay, hier ist ein Kaufbereich, das Ganze auch nochmal grün hinterlegen und dann geht es wieder wie folgt weiter. Sorry, wir haben hier ein Swing High, wir haben hier das letzte Swing High. Wir haben hier unser nächstes Interesse, warum ich auch sage, dass 10.000 eigentlich ein ziemlich interessantes Target werden für die nächsten Wochen, da über diesem Level, bis zu diesem Level nicht mehr viel dazwischen ist. Und genauso haben wir hier unser nächstes Level bei 11.600. Was wir jetzt hier konkret sehen, der Markt kommt beim ersten Run hoch zu diesem Level, wir testen das, wir prallen davon ab, darüber liegt die Liquidität, der Markt geht darüber, holt sich die Liquidität, stoppt bei diesem Swing High hier, prallt davon ab und findet wieder Support in diesem alten Level. Das ist wirklich alles, was ihr wissen müsst. Ihr habt hier den Support, hier die Resistance, hier wird verkauft, hier wird gekauft und auch hier im Daily Chart habt ihr es wieder simpel. Meine Kaufzone ist in diesem Fall irgendwo in diesem Bereich, weil einfach wird das hier, diese Zone hier. Und ihr seht es, glaube ich, sogar noch weiter. Hier. Wenn ihr euch diese Zone anschaut, dann haben wir hier einen Berührungspunkt. Wir haben hier einen Berührungspunkt. Wir haben hier einen Berührungspunkt. Wir haben hier einen Berührungspunkt. Wir berühren hier. Ihr wisst, was ich meine? Also, was erwarten wir hier? Wir erwarten hier eine Kaufzone. Ganz einfach. Auch weil wir hier ein Nachfragelevel haben. Nachfragelevel gehen wir in einem anderen Extra-Video ein, da das Ganze den Rahmen ein wenig sprengen würde jetzt hier. Hier geht es nur um die Top-Down-Analyse. Das heißt, wir haben hier einen Kaufbereich, den wir jetzt schon erreicht haben. Wir haben hier den ersten Verkaufsbereich, den zweiten Verkaufsbereich haben wir dann noch in diesem Bereich bei 10.000 Dollar, was dann auch das nächste logische Ziel wäre, wo der Markt hinzieht. Und das wäre das Ganze auf dem Daily Chart. Dann mache ich, gehe vom 12-Stunden-Chart zum 6-Stunden-Chart, zum 4-Stunden-Chart, zum 1-Stunden-Chart und markiere mir wieder die wichtigsten Zonen, die ich eben für die weitere Analyse brauche. Was ich dabei mache, ist, die höheren Zonen auszuschalten. Das heißt, ich will am 12-Stunden-Chart keine Daily Levels sehen und ich will am 6-Stunden-Chart keine 12-Stunden-Levels zu sehen. Am 12-Stunden-Chart würde das als konkret so aussehen, dass ich praktisch sagen würde, okay, wir haben hier ein High etabliert und wir haben hier ein Low gefunden. Das wäre jetzt meine 12-Stunden-Range, die ich beobachte. Mache mir hier ein FIP-Level rein, dann sehe ich, okay, wir haben das 70,5-Level, bzw. 79er-Level gehalten. Natürlich das jetzt nicht so aussagekräftig, weil das dieser Bitstamp-Wick war. Das kann man jetzt nicht wirklich bei den FIP-Levels für so aussagekräftig halten. Aber ich weiß jetzt am 12-Stunden-Chart, ich habe eine Range von 6.700 bis 8.400. Ich habe von den Retracements her jetzt
hier das 70,5% Retracement erreicht, beziehungsweise das 79%. Ich habe hier eine Zone, die für Resistance sorgt. Das heißt, ich werde hier abwarten, was der Kurs hier macht, da ich hier jetzt in die Resistance kaufen müsste, da hier ganz klar der Abfall stattgefunden hat und jetzt hier auch wieder Resistance ist. Und das ist das Einzige, was ich am 12-Stunden-Chart beobachte. Ich weiß, okay, irgendwo in diesem Bereich ist Kaufbereich. Das sehen wir am 1-Stunden-Chart genauer. Und hier ist bis auf weiteres Verkaufsbereich. Und ich hoffe, dass wir diese Highs dann einfach rausnehmen, weil über dem Swing High Liquidität liegt und das generell meine nächsten Ziele sind. 6-Stunden-Chart, dasselbe Spiel, sieht ziemlich ähnlich aus wie der 12-Stunden-Chart. Deswegen gehen wir jetzt gleich auf den 1-Stunden-Chart. 1-Stunden-Chart und 4-Stunden-Chart eigentlich meine Lieblings-Timeframes, da wir hier einfach schon das Ganze viel genauer sehen. Okay, wir sehen jetzt die Range, die wir am 12-Stunden-Chart gezeichnet haben. Hier nochmal um einiges schöner. Was sehen wir hier? Wir haben dieses Level, was uns gezielt interessiert. Wir haben hier das erste Mal Resistance gefunden. Wir sind hier hochgekommen, haben hier Support gefunden. Support, Support, gebrochen, Resistance und brechen jetzt darüber. Das heißt, meine Kaufzone auf diesem 1-Stunden-Chart ist ganz klar definiert mit diesem Level. Ich weiß, wenn wir dieses Level zurückkommen, will ich ein Käufer sein. Ich will versuchen, diesen Markt eben zu kaufen, diesen Markt zu bitten, da ich eben hier eine Chance sehe, das letzte Swing High aus dem Markt zu nehmen, was wieder hier wäre, und ich eben hier auf diesen Anstieg dann hoffe, wenn der Markt wieder hier zurückkommt. Natürlich ist das einfach nur ein Support-Level, das halten kann, nicht halten muss, aber das wäre einfach für mich eine Kaufzone, wo es Sinn macht zu kaufen, einfach auch aus Risiko-zu-Reward-Gründen, das Ganze jetzt nur auf Intraday Trading beschränkt. Wenn ihr wirklich hier euren Stop hinsetzt, was ein 4,91%iger Stop wäre, dann wäre mein Target hier, was einem Risiko-Reward-Verhältnis von 2,5 entsprechen würde. Und da kommt es jetzt auf eure Person an, die eben laut eigener Risikodefinition sagen kann, okay, 2,5 ist für mich okay. Oder ihr sagt, okay, nein, ich verliere so viel Trades, dass ich einfach mindestens ein Verhältnis von 4 sehen muss, damit ich in den Trade gehe. Das ist dann wirklich persönliche Präferenz. Aber das wäre einfach so ganz, ganz basic, ganz, ganz runtergedrückt. Meine Analyse von oben nach unten. Support-Zonen finden, Resistance-Zonen finden, Swing-Highs finden, Swing-Lows finden, dazu noch Fibonacci-Retracements anliegen. Und das war es eigentlich. Das war es im Grunde gesagt von dieser Analyse. Zur generellen Analyse, ich gehe jetzt stark davon aus, langfristig von meinen Kaufzonen. Also ich habe immer noch hier Order. Ich habe meine ersten Order auch hier gehabt. In diesem Bereich bis 6000. Die letzten Order sind in diesem Bereich konkret hier, weil dieses Level auch noch interessant ist. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn wir auf 5500 gehen, kaufe ich auch nochmal hier nach. Bis dahin habe ich die meisten Order hier. Hier habe ich ein paar Order gefüllt. Leider nicht zu viele, da eben das Level für mich jetzt nicht zu tief war. Ich dachte, wir füllen diesen Bereich eventuell nochmal auf. Jetzt sieht es gerade nicht so aus. Und ich gehe stark davon aus, dass wir in naher Zukunft die 10.000 sehen könnten. Natürlich hier wieder bitte kein FOMO haben oder bitte jetzt nicht irgendwie das wir voll nehmen, nur weil ich jetzt momentan aufgrund der Struktur die 10.000 sehe. Ich habe mein Risiko klar definiert und ich habe auch meine Kauforder klar definiert. Ich gehe einfach aus, dass wir uns in dieser Range die nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen bewegen werden. Das heißt, mich würde es nicht erschrecken, wenn wir nochmal auf die 5800 trainen. Ich würde hier kaufen, ich würde hier nochmal kaufen und ich würde bis hier kaufen. Sollten wir hier drunter brechen, würde ich nicht mehr kaufen, weil dann wären wirklich alle bullischen Szenarien für mich verworfen und ich müsste mir Gedanken machen, ob das die größte Bulltrap des Jahrtausends wäre. Generell sieht es jetzt so aus, als hätten wir diesen Support gehalten. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass wir eventuell sogar bald ein Szenario sehen, wo wir in den Bereich 9000 laufen und eben diesen Bereich durchlaufen und vielleicht fast sogar die 10.000 durchstieren. Das wäre einfach mein jetziger Ausblick und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bräuchte hier generell ein Feedback, wie ich die Videos halten soll von der Zeitlänge, da eben viele oft sagen, die Videos sind dann zu lang und sie können dann nicht mehr so aufmerksam sein. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier bei der Top-Down-Analyse versucht, so stark wie möglich zu beschränken. Soll ich das Video jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang machen und dann eine halbe Stunde lang nur zeigen, wie ich eine Top-Down-Analyse mache? Oder hat das von der Länge gepasst?
Schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Euer Chris.